Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Assassin's Creed Brotherhood. Ja, wiederhergestellte Erinnerung. Das Würfelspiel hast du schon erst von den Liebes. Okay, also wir können da irgendeinen Kram wiederherstellen. Das glaube ich war die letzte Mission. Leonardo ist da hinten. Hier irgendwo da hinten ist Leonardo. Vorher sollten wir am besten noch zur Bank gehen. Leonardo? Da ist Leonardo. Okay, eine Bank gibt es da jetzt nicht so in der Nähe. Kann aber auch vielleicht sein, dass sie wohl in der Nähe ist. Allerdings sehen wir das ja nicht, weil wir da noch keinen Aussichtspunkt eingenommen haben. Egal, so kann man sich auch Geld beschaffen. Ja, neuer Status gesucht und sowas. Das ist mir ja eigentlich relativ egal. Da holen wir einfach uns die Amtsperson und dann war's das. So, das war die Amtsperson und jetzt können wir ja mal so. Oh, ich bin ja immer noch gesucht. Egal. Hauptsache wir gehen zu Leonardo. Und alle hopp. Leonardo. Leonardo, wo bist du denn? Wohl eine im Suff abgeschlossene Wette oder so? Wie hast du davon erfahren? Ich hab doch aufgehört. Ich hab gar nichts gemacht. Sie werden nicht mehr gesucht. B drücken, um zu interagieren. Womit kann ich dir helfen? Also auf jeden Fall mit dem Armschützer. Da. Ja. Ich muss in meine Werkstatt zurück. Warte hier. Können wir nur jeweils mal eines kaufen? Ich hoffe doch nicht. Es wäre nämlich ziemlich blöd, wenn das nicht so wäre. Damit ist nun nichts mehr außer Reichweite. Ja, wir können uns tatsächlich immer nur eins holen. Ja, ja, Klettersprung, das war mir persönlich wichtig. Ich hätte am liebsten auch die Doppelklinge direkt gekauft, aber das ging ja leider nicht. So, irgendwie konnte man noch den Klettersprung machen, oder nicht? Ja. So, das Ding haben wir natürlich immer noch nicht repariert. Ich wüsste gerne, was da hinten ist. So, dann einmal hier hin. Was ist das? Ist das noch wieder so eine Erinnerung, die wir freigeschaltet haben? Unsere anderen Assassinen scheinen ja gerade irgendwie so ein Projekt oder sowas zu machen. Ich habe übrigens jetzt auch wieder Internetverbindung und lade nebenbei sogar ein Video hoch. Möchte ich mal so angemerkt haben. Nur es ist eben sehr, sehr demotivierend, wenn da steht, noch über 10 Stunden verbleibend. Deswegen muss ich mal gucken, dass ich wahrscheinlich kürzere Videos mache oder wirklich die Qualität runterschraube, wie ich das schon vorher angesprochen habe. Was allerdings trotzdem ein bisschen sinnlos ist, weil ich jetzt ja schon, weiß ich, 30, 40 Folgen aufgenommen habe. Und das eben noch in dieser hohen Qualität schon gerendert habe. Dammit. Gott, dann können wir jetzt mal hier weitergehen. Mit dem Klettersprung dürfen wir dann... Oh, da ist ja schon der Mikrofonständer. Ja, mit dem Klettersprung dürfen wir jetzt auch bei solchen Sachen eher hochkommen können. Hoffe ich einfach mal. Nope. Es war einfach nur doof. Es war einfach nur doof. Ich weiß, dass es im Hintergrund ein bisschen rauscht, da müsst ihr euch nichts bei denken. Das ist nicht das Mikrofon, das ist der Lüfter. Ansonsten überhitzt mir mein PC leider. Wie in der einen Assassin's Creed 2 Aufnahme. Uah. Da hinten schon wieder Leonardo. Ja komm, dann wollen wir doch da direkt mal hin. Wenn wir denn da irgendwann mal hingelaufen sind, weil das ja anscheinend doch ziemlich langer Weg ist.
Ja, ich habe nicht mehr eine Ahnung, ob ich hier überhaupt richtig lang laufe. Söldnergebäude. Wo ist denn Leonardo? Ach, Leonardo ist denn dort. Ja, gut. Das bedeutet, wir müssen am besten Taubenschläge, Kaserne. Wir bräuchten eigentlich mal so einen unterirdischen Tunnel. Ah, ich wollte schon gerade sagen, hier irgendwo muss doch was Besonderes sein. Da unten ist noch was. Uey. So, wir wollen natürlich möglichst schnell da wieder langkommen. Na, wen haben wir denn jetzt da? So. Ups. Ja, der Taubenschlag ist mir ja eigentlich im Augenblick relativ egal. Ich möchte ja zu Leonardo. Okay, du willst dich da nicht hochziehen? Dann zieh dich da nicht hoch. Wollen wir da nochmal versuchen? Du willst auch hier nicht hoch? Ja, jetzt willst du hier hoch. So, Versuch Nummer 2. Hat ja super funktioniert. Mission, einen Söld angreifen, war erfolgreich. Yay. Da sind wir jetzt ganz froh drüber. Ich habe keine Ahnung, was diese Mission noch bedeutete. Aber dann müssen wir hier nur zu einem Taubenschlag hin. Das haben wir ja auch noch. Das vergesse ich immer und immer wieder. Ja, du bist ja auch so ein schlaues Pferd. Komm, ich will aufsitzen. Pferdchen, was tust du da? Ich bin hinter dir. So, dann wollen wir ganz schnell aufsitzen und gegen eine Wand reiten. Was bellt da? Weil man das natürlich auch immer so macht. Kann ich da so rüberspringen? Jo, kann ich. Sehr gut, das heißt, wir haben da schon ein bisschen was abgekürzt. Leonardo, ich komme! Wir reiten gegen Sonnenuntergang. Braucht man da einen Assassin? Ich frage mich gerade nur, warum wir immer noch nicht mehr haben. Oder haben wir bei einem Söldner auch nur einen Assassin zugange? So, wir sind angekommen. Hier irgendwo ist doch die Bank. Gefunden. Interagieren. Lass mich raten, du brauchst neue Entwürfe. Jo, auf jeden Fall. Haben wir bereits? Doppelklinge. Bene, ich bin bald wieder da. Na, das will ich ja wohl mal hoffen. Jetzt krieg ich doppelt so viele. Na also, jetzt haben wir auch endlich die beiden. Hey, irgendein Vollidiot wurde befördert. Das andere Ding kostete ja 6.000. Ja, ich möchte mal ganz kurz wissen, was dieses andere Ding da bedeutet. Andere Ding da, wo bist du? Ist weg. Auftragsattentat. Da gibt es so einen lustigen Tunneleingang. Wo sind wir eigentlich gerade? Dort. So, das heißt, wir haben hier einen Borgia-Turm, Aussichtspunkt. Na egal. Ich suche eigentlich einen Aussichtspunkt in der Nähe. Fällt mir gerade so ein. Ah, der ist wahrscheinlich da hinten. Oder dieser Turm. Da ist er doch. Sollen wir mit dem mal zuerst machen? Ich kriege mir nämlich wieder ein bisschen Kohle. Pettchen. Hui! Oh, jetzt wurde noch eine Flagge. Sofort, der Große da. Kommt mir bekannt vor. Ha! Ausgerüstete Assassinenrekruten. Ja, toll.
schön, dass die Nachricht einfach direkt wieder weg war. So, wir müssen jetzt irgendwo da hinten hin. Wey, halt ich fest. Daneben. Ja. Sie betreten Francesco de Velletris. Keine Ahnung. Wie töten sie ihn? Bla bla bla. So das Übliche. Der ist ja auch schon direkt. Dann würde ich mal gleich sagen, auf ihn gebrüllt. Kann ich nicht so. Ah, so kann ich ein anderes Ziel auswählen. Ganz ehrlich? Arschkriecher. Hat er sich einfach geopfert. Oh, wieso hat er uns schon direkt gesehen? Mission den Sieg stehlen war erfolgreich. Ottaviani Oliviero wurde befördert. Oh, komm, ich will den einfach mal abreißen, weil ich es gerade so kann. Habt ihr einen Florin, bel signore? Nur ein. Könntest du noch einen zweiten haben, wenn du mal die anderen, wenn du nur die Wachen ablenken würdest und nicht mich. So, da können wir uns natürlich auch unsere Assassinen rufen. Wie gut, dass die Doppelklinge nicht funktioniert hat. So, jetzt haben wir voll Assassinen, aber ich möchte das ja am liebsten der Armbrust machen. Und einmal schnell weg. Mann, ist das Ding hier gut bewacht. So, die Kleinen kriegen wir anscheinend damit auch One-Hit. Okay. Ich hab die Ratte. Da. Daneben. Komm schon, ihr faulen Hunde, wir müssen einen Assassinen grillen. Zeigt ihm die Gastfreundschaft der Borgia, Jungs! Zeigt ihm die Gastfreundschaft der Borgia, Jungs! Kommt schon, ihr faulen Hunde, wir müssen einen Assassinen grillen! Ich kann ihn nicht platt machen. So, endlich! Mann, hat dieser Mistkerl viel ausgehalten. Mission an Botschafter vergiften war erfolgreich. Ja, wir haben anscheinend ja einiges an Missionen in Auftrag gegeben und die sind alle jetzt vorüber. Also sollten wir mal wieder in die Nähe eines Taubenschlags gehen. Okay, dann müssen wir um die Ecke klettern. Hier bin ich einmal für einen Klettersprung. So. Und hier übrigens auch. Macht das Ganze doch viel einfacher. Zunächst müssen wir den Aussichtspunkt rekonstruieren. Ja, nee, synchronisieren. Ihr wisst, was ich meine. So. Und dann können wir das olle Ding da anzünden. Anzünden. Dann sind wir hier doch direkt in der Nähe eines Taubenschlags. Alles geplant. Die Assassinen. Ah! Sehr gut. Das ist schon interessant gemacht. Ich glaube, da kann ich nicht klettersprungen, oder? Nee. Oder kletterspringen ist es ja. So, dann wollen wir hier mal wieder direkt hochklettern.
Wow, 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 wow. Ezio, pass mal auf. Aus seinem Rücken scheint es ja wohl besser zu gehen. Hehe. Aha. Dann nochmal hier einmal hoch. So. Ich glaube, ich bin gerade wieder auf der vollkommen falschen Seite hochgegangen und hier ist kein Taubenschlag.